Zu weit. Ich kann auch nicht fliegen. Das mache ich. Tja. Vielleicht kann ich das Ende der Wurzel über die Nase werfen. Ich knote nur schnell das andere Ende an den Kessel. Und nun? Achso, jetzt können wir das hier am Wurzelende ziehen. Das wird nicht klappen. Okay, vielleicht hier entlang. Ah, sehr schön. Dann können wir hier schon mal ran. Oh, da man gewöhnt sich mit der Zeit dran. Sehr schön. Und wie kommen wir da ran? Statue. Das könnte Spaß machen. Bringt aber nicht. Kessel mit Wurzel. Oh, sehr schön. So also. So, zurück dorthin. Ich nehme die Wurzel. Die Wurzel nehmen wir wieder mit. Sehr schön. Da müssen wir jetzt fliegen lernen. Schweinsfliegen können wir nicht an uns ketten. Und damit fliegen. Halterung. Okay. Hier haben wir noch eine Tafel und hier haben wir noch eine Tafel. Okay, ich fürchte, die müssen getauscht werden. Da steht: Einst lebten die Asposa im Einklang mit der Dynastie der Flötennasen. Die beiden noch tauschen. Da steht: Doch einer aus den Reihen der Dynastie griff nach Macht, die ihm nicht zustand. Das klingt logisch. Da steht, die Dynastie konnte den bösen König stürzen. Da steht, sie zogen sich tief, tief in den Wurzelwald zurück. Da steht, die Dynastie beschloss, es nie wieder so weit... Das muss vielleicht noch geändert werden. Aber ja, geht das noch, die Dynastie? Da steht, die Dynastie... Okay, die Dynastie lebte glücklich, dann kommt der Böse und dann wurde er besiegt und dann würden das nie mal so haben und dann wird das hier, ja, das muss getauscht werden. Dann ziehen sie sich zurück. Sehr schön. Oha. Ui, wow. Ein Monolith. Wie weit man von da oben wohl schauen kann? Was diese Symbole wohl zu bedeuten haben? Müssen wir uns mal anschauen. Ist vielleicht das Lied, was wir lernen müssen. Okay, geht wohl nicht. Was diese Symbole? Tja. Okay. Müssen wir hochholen. Da ist das Symbol. Oha. Ah, ich habe eine Idee. Also können wir es zum Fliegen bringen. Einfach draufstellen. Dann uns mit dem Fahrstuhl nach oben. Das dauert hier ein bisschen. Das ist ein bisschen das hier. Wie hieß der Film hier? Mulan. Wie weit man von da oben wohl sch... Let's do the business. Wie...
Make a man out of you. Und hoch mit uns. Das könnte ein nerviger Klingelton sein. Und lass uns schweben. Ich meine fliegen. Hurra. Hoch genug. Hey, da. Siehst du das? Ich kann fliegen. Der kleine Kerl von eben steht da vorn auf einem Felsen. Ja, hallo, kleiner Mann. Das sieht nicht aus, als würde ich fliegen, oder? Nein, tut mir leid. Verdammt. Okay, ich gehe am besten. Ganz nach unten, na toll. Das Tuch noch drüber machen. Nächste ganze Prozedur nochmal von vorne. Sieht vielleicht wie Luft aus. Na, sehr toll. Die sind scheinbar ein bisschen naiv und ein bisschen blöder. Lassen sich bestimmt durch so ein Tuch, ein blaues Tuch, reinlegen. Schreien fliegen. Mich soll der Windmönch holen. Er kann fliegen. Ein fliegender Vollidiot. Sag dich doch. Nicht, wir sind hier die Vollidioten. Ach du meine Güte. Es tut mir so leid, dass wir euch nicht geglaubt haben. Ach, das macht nichts. Verratet ihr mir jetzt das Lied? Ja, natürlich. Wo hatte ich das Liederbuch? Wenn alle hier so naiv und blöd sind, dann wird das kein Problem, das Volk davon zu überzeugen. Ihr habt da oben eine und gegen E-Mail aufzubringen. Ich meine, die haben E-Mail geglaubt. Da haben wir's. Schönes Lied. Klingt bei ihm schöner. Meine subjektive Meinung. Danke. So, jetzt können wir bestimmt das Rätsel lösen und den letzten Windmensch finden. Zurück. Und hier können wir mal. Warte. So, hier. Das. Nein, danke. Da möchte ich mir. Und dreh dich. Ich muss doch was gemacht haben. Okay. Hat wohl nichts gemacht. Dann müssen wir es wohl hoch runter drehen. Ah, na toll. Ach, wir müssen alle gleich machen. Na schön. Ach so. Da steht ein Muster drauf, oder was? Da steht ein guter. Wie finden wir das Rätsel hier raus? Hier ist irgendwas mit Krone. Das müsste dann so drehen, dass es irgendwie passt.
Okay. Und jetzt drehen. Ach du Schreck. Schlüsselloch und Schwert und da war Krone. Ach, sie müssen alle drei auf, alle vier aufleuchten. An 1, 2, 3, 4, 5. Okay, da machen zwei richtig. Wir wollen dann da runter gehen. Jetzt hier drehen. Okay, die Krone ist schon richtig. Da ist das Schwert richtig. Da ist der Schlüssel richtig. Schlüsselloch. Da ist das richtig und das Phosphor ist richtig. Oh wei. Phosphor auf dem oberen und Krone auf dem zweiten. Jetzt sollten wir vielleicht den zweiten mal richtig drehen. Krone und dann Phosphor. Okay. Das war falsch. Wir müssen die Krone und den Phosphor reinbringen. Okay, aber wie erkennen wir... Krone und der Phosphor. Das ist der Basil. Da dreht sich das ganze Ding oder was? Na toll. Wie sollen wir das jetzt hinkriegen? Phosphor immer noch. Oh, Phosphor und eine Krone, das haben wir richtig hinbekommen. Wie auch immer. Wie wir das hinbekommen haben. Okay, die ersten beiden sind schon richtig. Die ersten drei sind schon richtig, wenn ich das sehe. Phosphor, Krone, Schwert. Jetzt wüsste ich nur noch gerne, was das letzte, was die, was das dritte obere ist. Dreh dich, vielleicht können wir es zeigen. Ah, okay. Das Symbol muss. Muss sich ändern, muss da unter die. Auf die Seite. Okay, da muss das einmal. Es hat vier Seiten, das heißt, einmal gedreht werden. Nee. So, einmal runter und dann einmal gedreht werden. Wieder falsch gemacht oder was? Wenn wir es jetzt drehen, dann muss das doch viermal drehen. Haben wir doch schon vier richtige. Oder nicht? Ja, vier richtige. Ist noch die Frage, was ist das letzte? Schlüsselloch war das doch, glaube ich, oder?
Ja, Schlüsselloch war das. Ich muss nur noch wissen, wo der Schlüssel, wie der Schlüsselloch ist. Phosphos, König, Schwert, Schlüssel, Schloss, Schlüsselloch. Das kriegen wir hin. Ohne Lösung. So, dreh dich. Da ist das Schlüsselloch. Dann sind wir auf dem Dings, müssen wir einmal noch drehen. Verständlich. Es dauert bloß eine Weile, weil das einmal rum muss. Schlüsselloch. So, einmal runter. Müssen wir den Schruf leider wegdrehen. Einmal rum. Und hoch, wenn ich das richtig habe. Und jetzt drehen. Den Monolith. Und drehen. Oh ne, das Schlüsselloch ist noch falsch. Es muss noch zweimal gedreht werden. Okay. Und wir müssen das noch zweimal drehen. Na? Hervorragend. Wir haben es geschafft. Was auch immer wir geschafft haben. Okay, anscheinend ist der Monolith jetzt eingerastet. Eigenschaft freischaltet Monolith. Was auch immer uns das gebracht hat. Jetzt können wir spielen. Jetzt können wir hier das. Noch höher kann ich ihn nicht flöten. Oha. Das ist das sagenumwobene Kloster der Windmönche. Hier ist Conroy entstanden. Na dann, hinein. Dann müssen wir erstmal das. Das hier schließen. Ab ins Kloster. Oh, Schreck. Oha. Betäubt. Aua, das hat wehgetan. Okay, da kommen wir einfach nicht rein. Und geht's ja ab ins Kloster. Ins Kloster geht's. So sieht's aus. Okay, hier kommen wir irgendwie nicht durch, weil wir hier durch einen Schlafpfeil getroffen werden. Das hat wehgetan. Okay, den haben wir schon eingesammelt, den haben wir schon im Inventar. Wenn man guck, vielleicht können wir damit irgendwas anstellen. Das wird endlich mal nützlich. Naja, dann könnte ich, obwohl, nein. Okay. Müssen wir die Nasenschule mal hier aufsetzen? Nein, ich bin froh, ihn gerade nicht tragen zu müssen. Okay, ich dachte vielleicht bringt das was. Tja. Ah, sind das da Überreste von Schrofgift? Schrofgift? Vielleicht müssen wir mal mit den Schrofen reden. Der ist leer. Das sind Schroffelsen. Könnt ihr uns mal was verraten? Den Fell betreffend. Die kenne ich. Die kommen immer vorbei und schaben unser Gift ab. Die Pfeile kommen vorbei? Deren Besitzer. Wer sind sie? Die, die offensichtlich auf sie geschossen haben.
Aha, okay. Kannst du uns mehr darüber erzählen? Kann ich dich noch mal was fragen? Ich habe mich immer gefragt, ob sie ein Nein aufgehalten hätte. Okay, zu den Fällen kann man nichts fragen. Tschüss, Ruf. Tschüss. Wie sagt man? Ohne Leistung keine Liebe? Nicht das. Ach ja, die Schrofs. Die mag ich, die Schroff-Familie. Eine schöne Schroff-Familie. Können mir die Kinder vielleicht was sagen? Darf ich deinen Kindern das hier schenken? Theo? Im Leben gibt es nichts geschenkt. Hm, was für eine pessimistische Einstellung. Keine Geschenke? Ach du Schreck. Na toll. Und wie kommen wir jetzt dadurch? Können wir die Schrofkralle benutzen und das Fenster zerstören? Oh, eindrucksvoll. Ich wünschte, ich könnte das mit meinen Zehennägeln. Müsst durchs Fenster krabbeln. Ich kann kaum etwas erkennen, aber da scheint ein Raum zu sein. Ob man dadurch wohl etwas erkennen kann? Falls es im Hintergrund übrigens ein bisschen Rauschen oder ein paar Geräusche gibt, ich habe das Fenster noch ein bisschen offen. Ich lüfte gerade noch ein bisschen, also ich habe es angekippt. Ein paar Minuten lasse das jetzt noch, sonst ersticke ich hier im Raum drin. Ziemlich stickig heute. So, vielleicht können wir mit dem Guck-Guck durchs Fenster schauen. Das wird nicht klappen. Meinst du? Eine Kralle noch ein bisschen. Ein Loch ist genug. Okay, wenn du meinst, Feuer durchschießen. Ich glaube nicht, dass das... Das wird nicht klappen. Ja, vielleicht können wir irgendwie... Wer weiß, wozu das Sekret gut ist. ...kombinieren. Aha. Jetzt haben wir einen Pfeil mit... ...Fliegensekret. Das mache ich nicht. Okay. Schweinsfliegensekret kann also Schrofgift neutralisieren. Schweinsfliegensekret kann... Okay. Aber wie soll das? Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Wie soll das uns helfen? Da ist das Loch im Fenster. Aber das Gift neutralisieren bringt uns nicht viel. Sein, wir haben Stellen, wir machen uns irgendwie einen Lappen vor den Kopf. Wir machen einen Lappen um den Kopf, der mit dem Fliegengift getränkt ist. Das Guckuck vielleicht, eine Scheißfliege. Wir müssen was so kombinieren. Ich kann durch den Guckuck nichts erkennen. Tja. Noten rund. Ich glaube nicht, dass... Tja, das Hilfssystem irgendwelche Ideen? Von den letzten Windmönch. Das ist klar. Gegengift haben wir ja gefunden. Ja, genau. Das auf der Spur war ich ja schon. Ach, okay. Impfen? Was zum Henker? Einfach benutzen. Na gut, das sollte mich. Da wäre ich jetzt nicht drauf. Von Impfung wäre ich jetzt nicht gekommen. Aber okay. Aua. Okay, jetzt kann mir niemand mehr was anhaben. Hast du das gehört, Conroy? Robot ist jetzt gegen Gift geimpft. Okay. Ich weiß nicht, ob Impfungen so funktionieren, aber okay. Du meinst. Okay, ich muss jemanden finden. Ich, Au! Au! Okay, ich hab verstanden. Das ist kein Grund. Au! Verdammt! Wir sind immun. Hallo, kleiner Freund. Ach du Schreck. Ich suche nach dem letzten Windmönch. Mörder, was ist das?
Warte, was sind das? Wirklich? Au! Lip, lip, tick, tick. Tschö. Okay, Kapitel, vielleicht langsam, dass das nichts bringt. Auch erfreut, eure Bekanntschaft zu machen. Ich suche den letzten Windmönch. Könnt ihr mir helfen? Glub, glub? Was? Ich übersetze. Windmönch? Bing, bing. Ich muss ihre Sprache lernen. Tja, ich hab das irgendwie ein Gefühl, dass das mit dem Stein dort unten funktioniert. Ich sollte lieber um Erlaubnis fragen, bevor ich an... Na sicher, Robert. Was für eine prunkvolle Tür. Immer erstmal um Erlaubnis fragen. Hallo, kann ich euch noch mal was fragen? Wo ist der letzte Windmönch? Tschö. Ja, genau. Windmönch. Die erzählen es ihm die ganze Zeit, aber... Ja, er versteht es bloß nicht. Windmönch. Vielleicht... Bliblab. Dingsding. Lab, lab, krat, krat, du, put, put. Ich muss irgendwie ihre Sprache lernen. Ja, aber wie? Windmönch. Vielleicht... Bliblab. Okay, das hatten wir schon. Tschö? Okay, zur Nebelsenkung. Ich habe so das Gefühl, dass das damit hier was zu tun hat. Mit dem Schild. Vielleicht müssen wir mit dem Guckuck auf das Schild gucken. Warum sollte ich das tun? Vielleicht hat das irgendwas damit... Die Übersetzung des Schilds hier, das ist doch... Was willst du nur? Dann können wir so die... Sache verstehen. In die Schrift. Warum sollte ich das tun? Vielleicht hilft's ja. Ich kann hier so Rädchen verstellen, aber wenn ich reingucke, ist es einfach nur dunkel. Tja, mit Schrufkanne. Hier brauche ich nichts aufzuschlitzen, oder? Tja. Da muss mir das Hilfssystem wieder helfen. Ja, ich benutze das ziemlich oft. Ich weiß. Ich werde mich bessern. Wie ist denn das? Ah, okay. Das hätten wir jetzt nicht gewusst. Die Sprache der Fifi, ja, das hatten wir. Tja, das Buch haben wir jetzt verschwinden lassen, aber wir haben das Kuckuck. Vielleicht können wir es aufsetzen. Ein Lichtkolor, es ist dunkel, das ist darauf, danke, darauf bin ich auch gekommen. Ein Kloster. Das Phosphorus habe ich schon gesehen, aber das schläft. Ach ja, natürlich, Sekunde. Ich bin doch blöd. So, wir können doch das Phosphorus hier. Ich möchte lieber nicht stören. Nehmen. Es scheint auf. Seltsam. Nicht nehmen. Okay, aber dann können wir auf jeden Fall schon mal das Windlied spielen. Und dann wacht es ja auf. Sehr schön. Jetzt haben wir eine Lichtquelle. Ich möchte keinen Ärger. Ganz schön hell. So, vielleicht können wir das... Ui. Ich habe mir meinen eigenen Projektor gebaut. Und nun? Projektor mitnehmen. Es ist zu hell, um den Projektor... Ein Phosphor... Wir müssen um das Abend zu warten. Es ist zu hell, um den Projektor richtig nutzen zu können. Leinwand. Dazu fällt mir nichts ein.
Und da irgendwas vorhängen vor die Leinwand oder? Das könnte Spaß machen. Tja, also haben wir irgendwo noch eine Leine, die wir aufs Fenster hängen können?